Herzlich willkommen bei Vineo. Mein Name ist Patrick Ovenhausen und ich zeige Ihnen heute die einfache Verlegung eines Designbodens zum Klicken. Sie brauchen hierfür ganz, ganz wenig Werkzeug. Das habe ich Ihnen schon gelegt. Ein Messer, ein Gummihammer und ein Zollstock und ein Winkel. Mehr brauchen Sie hierfür nicht. Der Untergrund muss natürlich auch dementsprechend vorbereitet sein. Weitere Informationen finden Sie hier in unserem Video Untergrundvorbereitung. Bitte beachten Sie auch unsere Verlegeranleitung, die in jedem Paket beiliegt. Ganz wichtig ist auch die Akklimatisierung des Bodenbelages, mindestens 24 Stunden in den zu verlegenden Räumen in kleinen Stapeln nebeneinander. Wir starten nun mit der Verlegung unserer Unterlagsmatte Silent Comfort. Die Unterlagsmatte Silent Comfort besteht zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. Sie ist äußerst druckstabil und sorgt für eine optimale Trittschall- und Gehschallreduzierung. Nachdem Sie nun die Unterlagsmatte Silent Comfort ausgelegt haben, können wir mit der Verlegung starten. Hier nochmal der Hinweis, beachten Sie bitte auch unsere Verlegeanleitung. Hier ist nochmal Schritt für Schritt erklärt, wie unser Designboden zum Klicken zu verlegen ist. Unsere Unterlagsmatte Silent Comfort sollte grundsätzlich im 90-Grad-Winkel zur Verlegerichtung verlegt werden. Unsere Verlegerichtung lichtet sich immer nach dem größten Lichteinfall. Das heißt, wir legen unsere Paneele mit der Längsseite immer lang mit dem Licht. Unsere Unterlagsmatte ist auf der Oberseite mit einer Folie versehen. Diese muss entfernt werden. Entfernen Sie die Folie aber nur so weit, wie Sie auch den Boden legen und ziehen Sie sie Stück für Stück zurück. Nachdem Sie die Folie entfernt haben, starten wir mit der Verlegung in der linken Raumecke. Wenn Sie das Panel oben drauf legen, werden Sie merken, die Oberfläche der Unterlagsmatte ist mit einer Anti-Rutsch-Funktion ausgestattet. Dies unterstützt aktiv das Verlegungssystem und sorgt dafür, dass sich der Belag in der Fläche nicht bewegen kann. Wir arbeiten bei unserem Designboden zum Klicken grundsätzlich mit 5 mm Randabstand. Dies können Sie durch entsprechende Abstandskeile erreichen oder Sie benutzen einfach Reste, die Sie von diesem Bodenbelag noch haben. Um keinen großen Versatz in die erste Reihe zu bekommen, starten wir jetzt mit einem gekürzten Panel in der zweiten Reihe. Hierzu brauchen wir unser Cuttermesser und einen Winkel. Hier kürzen wir jetzt ein Panel in etwa auf der Drittel der Länge. Wir reißen die Oberfläche mit dem Messer kurz an und dann können wir es ganz einfach brechen. Wir nehmen nun unser gekürztes Panel und verlegen dies in der zweiten Reihe. Hierfür führen wir das Panel ran im 30-Grad-Winkel, schieben es unter Beachtung des Randabstandes von 5 mm ran, unter leichtem Druck nach unten und schon ist es fertig. Nun gehen wir wieder mit einem ganzen Panel in die erste Reihe. Vorteil von unserem Verlegungssystem ist, dass wir von beiden Seiten verriegeln können. Wichtig ist eben nur, dass Sie an der kurzen Seite stets von oben verriegeln. Für das Zuschneiden des letzten Panels einer Reihe drehen wir das Panel um 180 Grad, legen es unter Berücksichtigung des Randabstandes von 5 mm an, nehmen unseren Winkel und unser Cuttermesser und schneiden es dementsprechend zu. Nun können wir das gekürzte Panel wie gewohnt wieder einregeln auf der Längsseite im 30-Grad-Winkel einregen, gegen das nächststehende Panel schieben, nach unten versenken und an der Stirnseite mit dem weißen Gummihammer verriegeln. Unser Designboden zum Klicken wird grundsätzlich im wilden Verband verlegt, das heißt, was hinten abfällt, mit dem beginnen wir wieder in der nächsten Reihe. Bitte achten Sie darauf, dass das Anfangsstück nicht kleiner als 30 cm ist. Thank you.
So schnell und einfach ist die Verlegung eines Vineo Design Wohnens zum Klicken. Nach Abschluss der Verlegearbeiten entfernen Sie bitte noch alle Abstandskeile und dann können Sie auch schon die Sockelleisten montieren. Hierzu finden Sie ein Video in unserem YouTube-Channel. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Patrick Hofenhausen. Tschüss.